hier nun der zweite Tag der 26. Rallye Dresden-Dakar-Banjul mit dem Team B2B Racing aus Borkheide, Marcel Mika und Frank Schubert. Marcel und Frank sind mittlerweile in Zelst-Deaut oder wie man das ausspricht, an der Mittelmeerküste angekommen. Der ursprüngliche Plan sei aus Bordeaux als erste Station anzulaufen. Aufgrund der Wetterlage gab es allerdings eine kurzfristige Routenänderung und die beiden haben sich in der Nacht über Lyon über Schleichwege an den Mautstrecken vorbeigemogelt und haben jetzt den Strand vor sich. Eine Stunde Schlaf, ansonsten abwechselndes Schlafen im Auto haben die mit Adrenalin vollgepumpten Fahrer wachgehalten. Kurz vor 10 Uhr heute Morgen haben sie die Küste erreicht. Das Fahrzeug hat die Tour allerdings bestens, was heißt allerdings, natürlich bestens überstanden. Der Regen hat den Dachgarten nicht geschadet. Insgesamt haben sie von Borkheide aus 1900 Kilometer auf dem Pneus. Sie liegen jetzt 2 Tage vor dem Rotbuch, was ihnen wirklich genügend Zeit verschafft, auch die Natur und das Umfeld zu genießen. Da es allerdings für die Teams feste Pflichttreffpunkte an der Fähre und an den Grenzübergängen gibt, können sie sich nun wirklich Zeit lassen. Der erste Termin ist am 14.11. um 13 Uhr im Fährhafen von Algeciras. Dies sollte bei dem Ehrgeiz allerdings auch kein Problem darstellen. Ein Videozusammenschnitt haben wir hier jetzt zu sehen. Vorab natürlich auch ein paar Bilder. Wir wünschen dem Team eine richtig Mütze voll Schlaf. Ihr seht, wir haben hier schon den hellen Tag kurz vor der Mittelmeerküste. Da waren es nur noch knapp 140 Kilometer gewesen bis zum Ziel. Und das ist kurz vor Spanien, hier noch auf französischem Gebiet. Kurz danach haben die beiden dann ihr Etappenziel für den heutigen Tag erreicht. Und zwar ist das in Spanien, schwer auszusprechen, die Straße N260, wo man von Llanca nach Colera kommt. Und dort haben die beiden mittlerweile ihr Dachzelt aufgeschlagen, haben sich eine Flasche Wein genehmigt, ein Bad im Meer genommen und genießen jetzt erstmal etwas Ruhe, bevor es dann am morgigen Tage weitergeht durch Spanien. Und wir berichten mit den Infos von den beiden natürlich live hier bei Borkheide News TV. Zum Abendessen gab es übrigens Soljanka aus dem Land mal aus Belitz, was sie sich hier als in Gläsern mitgenommen haben, als Konserve natürlich. Und die beiden meinten, es wäre sehr, sehr lecker gewesen. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir berichten weiter und wünschen den beiden Glück. Liked uns und abonniert uns. Und wir bleiben dran. Bis bald. Bis morgen und viel Spaß weiterhin und tschüss.